Das musikalische Nachrüstkit besteht aus einem iPod Touch, der iPod-Aufnahmeschale, die mit einem Spezialkleber befestigt wird, den benötigten Leitungssätzen für die Stromversorgung sowie dem Interface iPod. Aber alles der Reihe nach. Beginnen wir also erst einmal mit dem Ausbau der erforderlichen im Fahrzeug verbauten Komponenten. Als erstes klemmen Sie aber die Batterien ab. Hierfür lösen Sie in bekannter Weise die Schrauben. Entfernen Sie die zwei Anschlagpuffer. Mit den dafür vorgesehenen Ausziehhaken entnehmen Sie vorsichtig die Luftdüse. Anschließend bauen Sie das Command aus. Danach die Abdeckung unter der Instrumententafel. Außerdem die Verkleidung rechts vom Handschuhkasten. Nutzen Sie den freien Platz zum Einbau des Leitungssatzes Interface iPod Touch. Verbinden Sie diesen mit der Radiokupplung des Fahrzeugs und ziehen Sie beide Leitungssätze vom Radioschacht aus, anschließend durch eine kleine Öffnung in der Instrumententafel. Legen Sie die Leitungssätze im Beifahrerfußraum ab. Öffnen Sie das Handschuhfach und entfernen Sie bitte vorsichtig die elektrische Steckverbindung AUX-Anschluss. Jetzt schnappen Sie sich den Stufenbohrer und bohren ein ca. 20 mm breites Loch im Handschuhkasten. Anschließend säubern Sie den Platz um die Bohrung herum von anfallenden Bohrspänen. Nun sind der Leitungssatz iPod und das Interface iPod an der Reihe. Nehmen Sie diesen vom Arbeitstisch und ziehen ihn langsam durch das eben gebohrte Loch hindurch. Schließen Sie im kommenden Schritt die Kupplung Interface an das Interface iPod an und verschrauben den iPod im unteren Bereich des Fußraums. Danach setzen Sie die Verkleidung der Instrumententafel in der Beifahrerseite wieder auf. Bald steht dem Hörgenuss nichts mehr im Weg. Als letzten Arbeitsschritt nehmen Sie bitte die Aufnahmeschale sowie den iPod. Befestigen Sie die iPod-Aufnahmeschale im Handschuhfach. Verkleben Sie dazu die Aufnahmeschale mit dem Spezialkleber, den Sie unter der eingeblendeten Bestellnummer beziehen können. Zum Abschluss legen Sie den iPod in die Aufnahmeschale im Handschuhfach, schließen ihn an und führen eine Funktionskontrolle durch.